Dieses Mal machen wir einen cremig-fruchtigen Ananas-Shake. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Dieses Video ist übrigens der Mittwochsteil der Low-Carb-Woche der lieben Annie Blum von Annies Back- und Kochecke. Außerdem machen auch noch die tollen YouTuber Esslust, Ron's Kitchen, Kuchen für Lisa und Eat and Smile mit. Hier seht ihr eine kleine Übersicht der Rezepte, die schon online sind und was euch den Rest der Woche noch alles erwartet. Alle Links und Infos stehen wie immer in der Infobox und im Rezept. Als erstes geht's der Ananas an den Kragen. Am besten lässt sich das Fruchtfleisch von der Schale und dem holzigen Strunk mit einem Ananasschneider befreien. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem scharfen Messer. Wenn das geschafft ist, wird das Fruchtfleisch noch etwas zerkleinert und direkt in einen Mixer gegeben. Wenn ihr keinen Mixer habt, könnt ihr auch einen Pürierstab nehmen. Als nächstes wird eine Vanilleschote geteilt, mit einem kleinen Messer das Mark herausgekratzt und das Mark anschließend zu der Ananas in den Mixer gegeben. Ihr könnt auch Vanillezucker nehmen, aber auf den zusätzlichen Zucker verzichten wir ja hier jetzt absichtlich. Abgesehen davon hat echtes Vanillemark ein viel besseres Aroma. Für eine leichte Säure kommt noch etwas frisch gepresster Limettensaft dazu. Falls euch das Ganze am Ende nicht süß genug sein sollte, könnt ihr zur Not natürlich auch noch etwas Stevia dazugeben. Das ist bei einer reifen und süßen Ananas aber eigentlich nicht nötig. Anschließend wird das Ganze mit ungesüßter Mandelmilch und Kokosmilch gemixt. Die Mandelmilch ersetzt hier die Kuhmilch und die Kokosmilch macht den Shake super cremig. Zum Schluss könnt ihr den cremigen Ananas-Shake in Gläsern oder in einer ausgehöhlten Baby-Ananas servieren. Und bitte nicht vergessen, mal bei den anderen tollen Videos und natürlich den dazugehörigen Kanälen vorbeizuschauen. Klickt dazu einfach auf die kleinen Vorschaubilder oder die Links in der Infobox. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.